und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Erfolg im digitalen Zeitalter. Ein Podcast ganz speziell für Deutschland. Ich bin Caroline Roth. Für alle, die mich aus der ersten Folge noch nicht kennen, ich bin Wirtschaftsjournalistin und freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der ersten Folge haben wir mit Produktspezialist Tim Herbeck darüber gesprochen, welchen enormen Einfluss die Pandemie auf die digitale Transformation hatte und wie man dieses Wachstum nachhaltig festigen kann. Ja, ganz besonders freue ich mich aber auch auf die heutigen Gäste, denn heute geht es wirklich ans Eingemachte. Wir sprechen heute über den sogenannten North Star. Viele von euch kennen den Begriff wahrscheinlich schon sehr gut und für alle anderen, die noch nicht ganz so viel damit anfangen können und jetzt wahrscheinlich ziemlich neugierig sind, bleibt einfach dabei. Ihr habt auch eigentlich keine andere Wahl. Schon mal so viel, es hat nicht ganz so viel mit Sternenkunde zu tun, obwohl der Begriff natürlich aus dieser Gegend kommt. Was das genau ist und wie ihr das in eurer Produktstrategie anwenden könnt und damit auch langfristig Kunden binden könnt, das alles diskutieren wir heute. Und das kann ich natürlich nicht ganz alleine. Dazu brauche ich die Expertise von zwei Herren, die viel mehr über dieses Konzept wissen als ich. Trommelwirbel, haben wir nicht. German Amplitiers Account Executives. Herzlich willkommen Sven, Elhard und Nevio Buric. Alles gut bei euch? Hi Caroline. Ja, alles gut. Wir freuen uns hier zu sein. Hallo Caroline. Bin super gespannt auf unser Gespräch heute. Ja, ich auch. Cool, dass ihr dabei seid und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt und mir quasi hier unter die Arme greift. Okay, cool. Lasst uns mal direkt einsteigen. In der letzten Folge haben wir ja schon über den North Star gesprochen und darüber, ja, welche treibende Größe er ist in der Zielsetzung eines Unternehmens. Sven, wenn ich mal mit dir anfangen kann. Ganz kurz und knapp, wie lautet eigentlich eure Definition zum North Star? Ja. Also das North Star Framework im Prinzip ist die North Star Metrik oder die North Star Kennzahl, eine Schlüsselmetrik, eine KPI, die den geschäftlichen Einfluss eines Produktteams quantifiziert. Das heißt, wenn die North Star Metrik richtig gewählt wird, dann verbindet sie den Fortschritt des Produktteams mit greifbarem Umsatz und entsprechend Geschäftswachstum. Also zusammengefasst, eine gute North Star Metric sollte drei Dinge tun. Den Kundenwert messen, die aktuelle Produktstrategie darstellen und ein vorausschauender Indikator für zukünftigen Umsatz und für zukünftigen Geschäftserfolg sein. Okay, das hört sich ja schon mal ziemlich klar an, aber Nevio, ich komme mal zu dir. Warum ist diese Metrik eigentlich so wichtig und wo liegt denn eigentlich, ja, ich sag mal, der Mehrwert fürs Unternehmen? Puh, wo fangen wir da nur an? Spaß beiseite. Ich denke, der Sven hat ziemlich vieles auch schon angekratzt. Bestimmt finden sich auch hierzu viele Antworten. Jedoch sind es für mich genau zwei Dinge, die ich daran so wichtig finde und vor allem auch bewundere. Zum einen ist es eine bewusste Iteration der Unternehmensziele, die sowohl interne als auch externe Bereiche innerhalb der Unternehmen auf im Prinzip eine gemeinsame Marschrichtung kalibrieren. Und jetzt als kleines Beispiel, es sind nicht nur jetzt in unserem Digital-Product-Kontext die Produktmanager oder die Business Unit Product Management, es ist halt wirklich auch die gesamte horizontale Ebene aller Fachbereiche, die mit dieser digitalen Produktstrategie zusammenhängen und eine Schnittmenge haben, aber auch externe Bereiche wie Unternehmensberater, die Einfluss auf die digitale Strategie haben und so weiter, die alle, ja, wie gesagt, dieser Marschrichtung folgen wollen. Und zum anderen ist es ein klar ausgerichtetes Modell, welches im Prinzip den Unternehmen so ein bisschen den Spiegel vor die Nase hält und reflektiert, wie die strategische Ausrichtung aktuell aussieht. Okay, was ich ziemlich interessant fand in meiner Recherche, ich habe das auf einem Blogpost auf eurer Website gelesen und ich habe das jetzt mal ins Deutsche übersetzt. Der North Star, stand da, ist das wohl mächtigste, aber auch missverstandenste Produktstrategy-Framework oder Konstrukt, das es eigentlich gibt. Sven, warum ist das so und wo liegen da genau die Fallen? Ja, das ist ein guter Punkt, um zu besprechen. Also generell ist die Auswahl halt einer Kennzahl oder einer Metrik, die quasi die gesamten Aktivitäten verschiedener Teams in einem Unternehmen aussteuern soll, grundlegend riskant. Wenn das Ganze nicht richtig gewählt wurde,
Aber auch besonders, wenn das Ganze nicht richtig, ausgeführt oder, verstanden und umgesetzt wird. Ganz konkret, was wir oft bei Teams sehen, ist, dass manche Teams oder einzelne Teammitglieder zwar ein sehr gutes Verständnis vom North Star Konzept haben und das Ganze auch richtig umsetzen wollen und aufgesetzt haben, jedoch halt auf Unternehmensführungsebene, also auf Entscheidungsebene, das Ganze dann doch nicht so gelebt wird oder das Vertrauen in eine solche Kennzahl doch nicht vorhanden ist und man dann doch wieder auf klassische Metriken wie halt den Umsatz oder irgendwo den Lifetime Value eines Users oder eines Kunden zurückfällt. Also Sven, nochmal ganz kurz zum Nachhaken, verstehe ich dich hier richtig? Es sollte eigentlich keine Umsatzkennzahl sein, weil die wäre ja rückblickend. Oder kann man das gar nicht so verallgemeinern? Nee, doch, ich denke, das ist schon ganz gut ausgedrückt, weil der große Punkt beim North Star ist halt, dass es ein vorausschauender Indikator sein soll. In den meisten Fällen ist für Unternehmen Umsatz eher ein Produkt oder ein Resultat aus Aktivitäten und quasi ein Mehrwert, den der Kunde durch mein Produkt bekommen hat. Der große Punkt vom North Star ist aber eher, dass ich quasi eine Kennzahl, einen quantifizierbaren Wert definieren möchte, der den Mehrwert darstellt, den mein Kunde durch mein Produkt, durch meine Leistung erhält. Und dadurch, dass dieser Kunde halt diesen Mehrwert erhält, ist das halt auch ausschlaggebend dafür, dass in der Zukunft dies Umsatz oder halt Geschäftsergebnisse treiben würde. Okay, das macht natürlich Sinn. Nevio, wenn wir jetzt noch uns ein bisschen näher an das Konzept heranbewegen, weil für die Zuhörer, die vielleicht noch nie mit dem North Star gearbeitet haben, ist es vielleicht auch noch ziemlich, ich sag mal, vielleicht noch zu theoretisch. Aus deiner Erfahrung, aus der Praxis, kannst du uns das noch ein bisschen besser veranschaulichen? Ja, also um hier direkt in der Praxis zu bleiben, ich bin ja jemand, der sehr gerne in Bildern denkt. Und eine Analogie, die ich da gerne verwende, ist der klassische Messbecher, den wir alle aus der Weihnachtszeit kennen, der so in unser Standard-Weihnachtsback-Equipment gehört. Und wenn wir jetzt uns diesen fiktiven Messbecher mal vorstellen, da sind unterschiedliche Eichungen drauf. Ich habe eine Einheit für Gewicht, Gramm. Ich habe etwas für Flüssigkeiten, was ich mit Litern messen kann und so weiter. Das heißt, ich habe diese Einheiten. Und bei einer North Star Metric ist das im Prinzip nicht anders. Ich muss mich zunächst einmal mit dem Maßstab auseinandersetzen. In anderen Worten, ich muss wissen, was ist die messbare Einheit für die Wertigkeit meines Produktes und meiner Dienstleistung. Wenn ich jetzt verallgemeinernd das Ganze in zwei Branchen trenne und jetzt nehmen wir hier für das Beispiel mal die Branche Unterhaltung und zum anderen E-Commerce. Stelle ich mir jetzt hier die Frage, was ist die richtige Einheit für diese beiden Branchen, dann würde es zum Beispiel in der Unterhaltungsindustrie etwas wie Aufmerksamkeit sein können und im E-Commerce vielleicht sowas wie die Anzahl an Transaktionen. Und hier habe ich bereits zwei vollkommen unterschiedliche Marschrichtungen im Prinzip zwischen diesen zwei unterschiedlichen Industrien. Zur Verdeutlichung, in der Unterhaltungsindustrie finde ich ebenfalls unterschiedlichste Subindustrien. Das heißt, der Sven hat das vorhin so ein bisschen schon angesprochen, es ist halt, wir haben eine große Variabilität innerhalb dieser, innerhalb der Branchen, aber auch zwischen Branchen. Und als Beispiel jetzt in dieser Unterhaltungsindustrie, da habe ich die Streamer, Unternehmen wie Netflix, TV Now, Disney und ich habe soziale Plattformen, die ja ebenfalls unterhalten sein können, sowas wie LinkedIn, Xing, Couchparty, was ja gerade super trendet. Alle sind auf das Thema Aufmerksamkeit ihrer Nutzer fokussiert und jedoch wird sich diese ebenfalls im Sinne der North Star Metric stark unterscheiden. Und beispielsweise interessiert es Disney als Metrik eher, was ist vielleicht die Anzahl der Nutzer, die eine Anzahl x Stunden pro Woche konsumieren, während es zum Beispiel bei Xing etwas ganz anderes sein könnte und zum Beispiel interessiert es die Kollegen dort eher, okay, was ist die Anzahl geteilter Beiträge im Monat pro Nutzer. Also du siehst, es ist sehr variabel das Ganze. Und kurzum, Branchen haben halt untereinander eine sehr starke Variabilität. Man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren. Und jedoch muss man aber auch sich bewusst sein, dass diese Variabilität auch innerhalb der Branchen existiert. Ich denke, ein prominentes Beispiel, was vielleicht auch einigen unserer Zuhörer geläufig sein wird, ist das Beispiel von Facebook, was Facebook mal besonders am Anfang als Kennzahl hatte. Dort wurde eine North Star Metric verwendet, dass quasi ein Nutzer, der in den ersten 10 Tagen, also ein neuer Nutzer, 7 Freunde hinzufügt,
Wenn dieser Nutzer quasi das erreicht, dann ist das ein sehr hoher Indikator dafür, dass dieser halt auch ein aktiver Nutzer auf der Facebook-Plattform bleibt. Und ich denke, das ist auch ein ganz schönes Beispiel, um zu sehen, wie so eine Kennzahl am Beispiel von Facebook quasi gemessen werden kann, weil Facebooks Ziel ist es natürlich, dass die Nutzer sich so viel wie möglich vernetzen und so aktiv wie möglich auf der Plattform sind. Okay, super Jungs, das war schon mal total anschaulich und Nevio, ganz klar, zum Weihnachtsbacken komme ich auf jeden Fall zu dir, weil du scheinst da echt Ahnung zu haben. Gebongt? Du bist herzlich eingeladen, Caroline. Okay, super. Sven, Spaß beiseite, nochmal zu dir zurück. Wie sieht denn das eigentlich aus mit der Implementierung dieser North Star-Metrik in Deutschland? Also ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber ich nehme mal an, dass Deutschland nicht führend ist bei dieser Implementierung. Oder unterschätze ich die Deutschen da? Und wer ist eigentlich da der Vorreiter? Ja. Also das North Star Framework, das Konzept, ist im Prinzip als erstes angewandt worden oder entstanden im Silicon Valley in San Francisco in den USA. Also dort wurde das als erstes von den Tech-Unternehmen wirklich etabliert und auch so gelebt und halt auch weiterentwickelt. In Deutschland oder im deutschen Markt sehen wir, dass das unterschiedlich ist. Also es gibt sicherlich besonders in den Hubs, in den zentralen Städten wie Berlin, Hamburg oder auch München, dort gibt es einige digitale Unternehmen, die wirklich auch sehr fortschrittlich arbeiten und auch nach solchen Konzepten arbeiten und diesen Silicon Valley Unternehmen da im Grunde genommen nicht so viel hinterher sind. Was wir doch allgemein über den Markt hinweg sehen und dann besonders auch, wenn wir jetzt an viele etabliertere Unternehmen denken, die natürlich jetzt auch durch die Pandemie vermehrt auch in digitale Initiativen investieren, ist das dann doch noch nicht so so angekommen oder so umgesetzt, wie es jetzt in Amerika der Fall ist. Also was ich oft aus Gesprächen erfahre, ist, dass zwar allgemein die Idee mit Daten und quasi KPI-getrieben zu arbeiten, sehr etabliert ist und auch eigentlich viele Unternehmen wissen, dass das sehr wichtig ist. Es fehlt jedoch manchmal ein wenig die Richtung. Wo soll man wirklich anfangen? Auf welche KPIs einigt man sich? Oder teilweise werden ganz viele KPIs definiert, aber welche sind dann wirklich entscheidend für den Erfolg? Und dabei kann halt das North Star Framework ein super Ansatz sein, um halt diesen Unternehmen eine Richtung zu geben. Und halt auch das datengetriebene Arbeiten und den Erfolg mit den digitalen Initiativen dadurch zu treiben und zu quantifizieren. Das ist echt total interessant. Das war mir eigentlich gar nicht so klar. Wahrscheinlich unseren Zuhörern auch nicht wirklich. Aber noch eine kurze Verständnisfrage von meiner Seite. Ich meine, Sven und Nevio, die Firmen, eure Kunden, mit denen ihr arbeitet, das sind natürlich Firmen aus sehr dynamischen Branchen. Und inwiefern ist dann aber auch diese North Star-Metrik eine dynamische Größe, die immer wieder angepasst werden muss? Also wie oft macht man hier eigentlich eine Review, Nevio? Ja, also die North Star-Metrik ist eine sehr agile Formel. Also wenn man sich das jetzt anschaut, Sven hat ja vorhin auch schon ein bisschen angeteasert, dass Unternehmen eine Vielzahl an KPIs und Metriken haben können. Und im Prinzip ist die North Star-Metrik nichts anderes als eine Art Formel, die aus Komponenten bestehen, die zum einen Metriken beinhaltet, die in die Breite gehen, welche, die sich eher mit der Tiefe beschäftigen, mit der Frequenz, mit der Effizienz und so weiter. Das heißt, wenn ich mir diese Formel jetzt anschaue und all diese einzelnen Komponenten sichte, ist dementsprechend auch relativ klar, sobald ich irgendetwas ändere, ändere ich auch immer wieder das Ergebnis. Was aber gleichzeitig auch wieder der Vorteil an der ganzen Sache ist, weil ich bin wiederum agil und kann mich anpassen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Entschuldigung, ich wollte nur was hinzufügen. Ich denke, was ein wichtiger Faktor ist, ist auch, dass die aktuelle Unternehmensstrategie oder Produktstrategie ein wichtiger Inputfaktor für die North Star Metric ist. Und diese kann sich natürlich ändern. Also was oft zum Beispiel Unternehmen haben, ist, dass am Anfang mein Fokus darauf ist, einfach nur meine Nutzerbasis zu wachsen und zu steigern. Später im weiteren Verlauf kann ich mich jedoch mehr darauf fokussieren, von meiner Produktstrategie diese Nutzerbasis, die ich aufgebaut habe, zu monetarisieren. Und entsprechend kann die North Star Metric sich dann halt auch mit weiterentwickeln.
Ja, meine Herren, leider rennt uns die Zeit davon. Sven und Nevia, lasst uns aber noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ich meine, ihr seid ja davon überzeugt, dass jedes Produkt ein North Star haben sollte. Ganz kurz und knackig, jeder kriegt von euch 20 Sekunden oder so. Warum ist das so? Nevio, you go first. 20 Sekunden, jetzt machst du es mir aber schwer. Also im Prinzip, ich wie gesagt, bildlich denkender Mensch. Also ein Abenteuer kann ich ohne Karte antreten. Es ist ja ein Abenteuer. In der beruflichen und unternehmerischen Realität befinden wir uns jedoch eher in so einem ständigen Konflikt zwischen Outcomes und Shipping Goals, die ständig in einem zeitlichen Plan unterliegen. Und da es jetzt keine perfekte Karte für diesen Erfolg gibt, ist für mich der North Star oder die North Star Metric eine super smarte Methode, um in Time die Orientierung zu bewahren. Und es ist im Prinzip der Kompass, dem ziemlich vieles, wenn nicht sogar alles im Unternehmen einfach folgen sollte, um nachhaltig für Wachstum, auf Wachstum zu peilen. Ja, okay, das waren also ich würde sagen, 20 Sekunden, aber überhaupt nicht schlimm, wow. Ich hatte kein Wasser stehen und ganz kurz, Nevio, du, ist ja ganz lustig eigentlich, du kommst ja doch wieder so zur Sternenkunde zurück, ne, mit Kompass und Karte und so, deswegen ist ja, ja doch irgendwie so ein bisschen verbunden, ne? Ich bin ja, wie gesagt, der bildlich denkende Mensch hier. So finde ich mich da ganz gut zurecht mit der North Star Metric. So. Ja. Nee, macht auf jeden Fall Sinn. Sven, zu dir. Ja, also es hakt sicherlich da ein, was der Nevio auch gesagt hat. Also ich denke, die North Star Metric ist halt ein super Konzept, um halt auch die Initiativen verschiedener Teams zu verbinden und einer allgemeinen Produktstrategie quasi eine Richtung zu geben, das Ganze zu quantifizieren. Und deswegen denke ich, dass jedes Unternehmen eine North Star Metric haben sollte und davon stark profitieren könnte. Okay, super. Sven und Nevia, vielen Dank. Wir kommen leider zum Ende. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch überhaupt die Zeit genommen habt und das so ausführlich und bildlich dargestellt habt. Ich kann für mich sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich nehme an, die Zuhörer auch. Ich nehme aber auch an, oder ich weiß wahrscheinlich, dass da noch extrem viel Informationsbedarf ist, noch sehr viele Fragen offen sind. Und dafür geht ihr am allerbesten auf die folgende Website, winningdigital.de. Da gibt es wahnsinnig viele Ressourcen. Da könnt ihr das sogenannte North Star Playbook auch herunterladen. Also es lohnt sich wirklich, da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Und nächste Woche in der dritten Folge dieser Podcast-Serie geht es darum, wie Freeletics, die Firma, sich dem digitalen Wandel anpasst. Also wir hören direkt vom Unternehmen selbst. Das sind nochmal ganz spannende und ganz andere Einblicke, die wir da bekommen. Also total spannend. Ich hoffe, dass ihr mit dabei seid. Und Sven und Nevio, vielleicht hört ihr auch mal rein. Ansonsten danke ich euch nochmal und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis bald. Ja, vielen Dank. Bis bald. Dankeschön. Bis bald. Ciao.